Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir haben in der letzten Folge Verteidigung gegen die Zauberkünste, Verteidigung gegen die dunkle Künste gemacht und haben den Zauberspruch Leviosa oder Levioso heißt er ja hier gelernt, ein Schwibzauber und ja, und haben uns dann mit Sebastian ein bisschen duelliert und haben Peace kennengelernt. Das haben wir nämlich hier vorne gehabt in der letzten Folge nochmal. Und heute geht's zur Zauberkunst. Und das werden wir uns tatsächlich mal anschauen. Warte mal, kann ich das jetzt irgendwie aktivieren? Ja. Hier, hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Ja, komm her, gehen wir zu dir. Hallo, ich bin Nati. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du den Professor Ronan schon? Beginnen wir. Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Feen aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Adjo. Gut, es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Gut, wie gesagt, wir lernen jetzt Aufrufe, das müsste Archio sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, das brauche ich jetzt nicht nochmal zu lesen, das ist eigentlich immer dasselbe in Grün. Genau, Accio, wie es auch schon oben steht. Accio. Accio. Okay, ich höre zwar Accio. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unheim mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Na denn! Aber unter euch draußen ist immer schön. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja. Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Komm, mal versuchen. So. Verzaubern Sie die Kugel mit Accio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun marschieren Sie eine Partie. Wunderbar. Jetzt Fassung verlieren. Ja, ja, das war nicht schlecht. Früher? Hört 30 immerhin. Ich wollte auf 50 kommen. Welchen dicken später?
Bleib drauf. Nein! Verdammt, ich hätte gerne... Punkte für Slytherin. Juhu. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Okay, cool. Miss Unai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Ah, wir kämpfen jetzt gegen Nati. Okay. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Unai, Sie spielen rot, verstanden? Alles klar. Ja, Sir. Eigentlich relativ simpel. Das Ding ist zu verstehen, klar. Aber wir... Also Nati fängt auf jeden Fall... Oder Nazi... Nati fängt ja an und legt vor mit 30 Punkten. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Immerhin. Das ist zu schnell, oder? Nee, es reicht. 50! Yes! Und sie legt einfach auf 50 vor, okay? Lass ich mal gerade da rein. Warte mal. Ich habe doch jetzt vergessen zu merken, wo ich da losgelassen habe. Das wäre zu schnell, oder? Auch wieder 50. So, die Frage. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal 50 gehe, dann und warte mal, was sie jetzt macht. Die macht jetzt auf 30, auf 110. Das heißt, ich brauche zumindest mal das Gelbe. Und damit habe ich gewonnen. Ausgezeichnete Kontrolle. 30. Sieger im Akio-Duell bin ich mit 130 Zählern. Juhu! Na, dann wollen wir es doch ein. Aber geiles Spiel, macht Laune. Definitiv. Ach, wir spielen nochmal. Haben wir längst hinter uns gelassen. Okay, wir haben jetzt noch mal eine kleine Herausforderung. Genug geplappert. Das erfordert ihre ganze Konzentration. Na, dann versuchen wir es mal. Entscheidet alles. Boah, die legt natürlich mit 50 direkt vor. Die legt mit 50 direkt vor. Das war zu viel. Das passiert dem Besten von uns. Ja, ist okay. Alles gut. Die Runde könnte tatsächlich an sie gehen. Die zieht natürlich jetzt mit 30 vor. Die hat natürlich jetzt schon 80 Punkte und ich muss natürlich jetzt... Jetzt bin ich ein bisschen unter Zugzwang sogar. Also wenn ich jetzt verliere, wenn ich jetzt eine Kugel raushaue, dann bin ich raus aus der Nummer. Genau so. Das war's. Die wird das Ding jetzt mal haushoch gewinnen. Weil wenn die jetzt Punkte macht, dann bin ich weg aus dem Ding. Ja, und damit herzlichen Glückwunsch. Die Runde ist nicht mehr zu retten. Jetzt 80 Punkte mache. Also ich muss ja 50 machen und das ist nicht möglich. Die erste Kugel war kaputt. Ich meine, ich mache jetzt hier 50, um auf 80 zu kommen, aber ist das Thema jetzt gegeben. Jetzt, wenn ich die andere auf 50 gesetzt hätte, dann hat die das Ding haushoch gewonnen. Glückwunsch, auf jeden Fall. Aber trotzdem, wie gesagt, spaßiges Spiel. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Können wir noch eine Runde spielen? Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Okay. Dann sind wir schon fertig mit dem Unterricht heute, oder was? Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Na, die erste es Kugel war... Es hat Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter. Versprochen. Ich versuch's. Vielen Dank, aber ich werde mich schon behaupten. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Ich bin kurz vor meinem vierten Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Okay. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Dann werden wir die wahrscheinlich auch kennen. Versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Okay.
Unglaublich. Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. So, wie sieht Ouagadou aus? Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss, als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Wie groß ist das? Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ach, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. So, dann gehen wir nochmal zum Professor. Akio auf Menschen anwenden. Auf ein Wort, bitte. Wenn du magst. Ja, ja, ist gut. Soll den Zauber auf die Kleidung. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Miss Unnight ist schon sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am meisten. Das stimmt, Professor. Es war eine spannende Partie. Miss Onai ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Bitte was? Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Ja gut, okay. Macht natürlich am meisten Sinn. Weil wir ja quasi mehr oder weniger ein bisschen hinterherhängen. So, haben wir jetzt gerade überhaupt eine Aufgabe? Nee, eigentlich nicht, ne? Ich geh jetzt mal kurz raus. Hallo. Neuer Auftrag verfügbar. Nicht wahr? Ja. Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. So. Ja, klar. Oh, war nett von dir. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. So. Gut. Aber wie gesagt, diese Kiste, das triggert mich so ein bisschen. Ich will wissen, was da drin, was da ist. Ob das irgendwas Besonderes hat und was irgendwas bedeuten hat. Ich will wissen, wo diese scheiß Kiste da ist. Vielleicht kann mir das irgendjemand mal sagen. Guck ich da rein? Na, schön, also ein Rätsel, oder? Okay, das ist so. Ich muss jetzt wahrscheinlich testen. Okay. Warum darf ich nicht aufmachen? Warum da? Also ich habe mal, sind diese Kisten hier drin. Nur ich blick doch gerade nicht so durch dieses Rätsel durch.
Ist irgendwas? Nee, kein Fisch. Okay, gut. Ich dachte, wäre jetzt irgendwas Wichtiges. Okay, Lumos. Ja gut, hier kann ich wahrscheinlich die Dings auswählen. Okay. Na gut, wir haben einen weiteren Auftrag. Oh, guck mal noch, wie diese Katze. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte kurz. Weil wir haben bestimmt irgendwas noch zu eröffnen, zu tun. Nebenaufträge sind verfügbar. Ich würde gerne mal nach Hogsmeade. Wenn wir das überhaupt dürfen. Wir haben noch eine Aufgabe, aber das will ich jetzt gerade eigentlich... Was haben wir denn hier? Weasley nach dem Unterricht. Okay. Ich würde gerne noch schnell... Wie gesagt, Hogsmeade. Darf ich nicht? Karte. Karte von Hogsmeade. Darf ich nicht? Ich würde ja gerne mal, wie gesagt. Ich würde ja, weil ich soll ja mal irgendwann mal neue Links holen, ne? Karte ändern, okay. So. Ich will mehr oder weniger mal zu Ollivander. Ich brauche Zauberstab. Ist das hier? Gut, Tierwesenbitter brauche ich jetzt nicht. Kann ich mich, warte mal, das können. Die neuesten besten Produkten, den Produkten von Tierwesen. Okay. Honigtopf, Stiebli und Söhne, Platz von Hogsmeade. Nordseite von Hogsmeade, ich will ja gerne. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Besen könnte man theoretisch mal irgendwann, aber ich glaube, dass wir müssen tatsächlich hier hin. Wenn ich das darf. Was ist denn das überhaupt von Hogwarts aus? Das ist bestimmt ein Stück weiter, ne? So. Wegpunkt Ollivanders. Wenn wir das überhaupt dürfen. Wenn wir das überhaupt dürfen. Das sind 600 Schritte. Weil wir sollen ja irgendwann mal. Also wieder, ich muss gucken, ob wir hier raus dürfen. Das ist die andere Sache. Turm der Verdammnis, okay. So, dann können wir jetzt ein bisschen. Hier können wir ja sprinten. Darf ich hier. Warte mal. Ich bin eigentlich mehr oder weniger falsch. Warum bin ich hier auch? Warum bin ich hier falsch? Ein bisschen dahin. Das ist doch richtig, oder nicht? Das ist richtig. So, ich muss jetzt gerade gucken. Da müssen wir hier runter. Ja, du hast richtig. Was haben wir denn hier? Es kann doch nicht so schwer sein, wie es aussieht. Machen wir gleich. So ein bisschen, ja, wir haben noch so viel zu tun. Also, das wird wahrscheinlich etwas längeres Let's Play werden. So, hier raus. Ich wollte dich nur mal fragen. Hier raus. Das ist super. Da ist super. Okay, wir dürfen tatsächlich nicht raus. Das war jetzt eigentlich der Gedanke dahinter. Ich hätte gerne jetzt mal noch Hogwarts. Ich wäre gerne mal. Nach links gegangen. So, okay. Astronomieflügel. Karte wechseln. Dann nehme ich den Wegpunkt hier mal raus. Und wir machen uns woanders hin. Wir gehen hoch zu dem zum Astronomieflügel. Weil wir ja leider noch nicht raus dürfen. Schade, schade, Schokolade. Triff dich mit Professor Weasley im Unterrichtsraum für Verwandlung. Okay. Das wird aber dann erst wahrscheinlich in der nächsten Folge soweit sein. Auf, perfekt. So, mal der Leiter. So, ach, von mir auch eine Katze. Okay. Gut.
In der nächsten Folge treffen wir uns mit Professor Weasley. Bis dahin. Tschüss.